Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Go Medieval. Jetzt nach langer Zeit geht's endlich weiter. Und ich muss leider gestehen, mir sind genau zwei Folgen Videomaterial, was jeweils eine Stunde Aufnahmezeit ist, also zwei Stunden Aufnahme sind einfach so, ja. Die Videodateien sind einfach wieder korrumpiert. Das alte Spiel, ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt bei OBS manchmal. Manchmal läuft es ohne Probleme und manchmal da ist echt der Wurm drin. Aber ich habe so ganz nebenbei, bevor ich eingehe, was denn passiert ist in den zwei Stunden, möchte ich auf jeden Fall nochmal etwas announcen. Wir bei den Let's Play Kläusen sind noch zwei dazugekommen. Also wir haben jetzt ein Team von vier Leuten, die aufnehmen. Was dann im Endeffekt noch alles so kommt, seid gespannt. Far Cry pausiert momentan leider, weil der liebe Dave ein Mikrofonproblem hat und es bis jetzt noch nicht gefixt gekriegt hat. Also da noch einen kleinen Moment Geduld haben. Wir haben es auf jeden Fall nicht vergessen. Wir werden die Story auf jeden Fall noch abschließen, weil viel fehlt ja nicht mehr. Und genau, aber jetzt hier zum Game. Go Medieval 2, die Staffel geht weiter. Es ist auf jeden Fall etwas passiert. Wir haben hier schon die Zwischenetage, sag ich mal, fast fertig. Wir haben unten auch schon im Kellergeschoss Regale, Lagereinheiten hingestellt für unsere Lebensmittel. Genau, die Treppen haben wir aufgebaut. Wenn ich es noch nicht erzählt hatte, das weiß ich nicht. Hier die Etage auf jeden Fall aus Kalkstein, weil es so schön weiß ist und ich da quasi die komplette Lebensmittelproduktion hinpacken will. Und da passt das Weiße ja auch thematisch von der Küche her. Dachte ich, ist das ganz angenehm, ganz akzeptabel, da auch Akzente zu schaffen. Genauso musste ich jetzt hier durch die ganzen Wildtiere bei der Bautreppe hier einen Zaun rundherum machen, weil ab dem Moment, wo ich die Lebensmittel unten im Keller hatte, sind die Tiere dann einfach runterspaziert, haben sich bedient und unser ganzes Zeug aufgefressen. Genau, Nachwuchs bei den Ziegen haben wir auch genügend, also Essen dürften wir demnächst genügend haben, jedenfalls Fleisch. Und das ist genau das Thema, worum es jetzt geht. Der eine oder andere hat es schon gelesen, Dorfbewohner verhungern, kritischer Zustand, Tiere sind hungrig. Ja. Also wir sind auf jeden Fall wieder im Frühling, wir haben den kompletten Winter hinter uns gebracht und konnten im Winter natürlich nichts anpflanzen. Deswegen unsere Lebensmittelvorräte sind komplett hinüber, möchte ich mal sagen. Sowohl das Tierfutter wie auch für unsere Siedler, genau zum Frühlingsanfang war alles weg. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir wieder Sachen rankriegen. Siedler sind noch alle dieselben geblieben, da haben wir noch keine neuen dazugekommen. Es war auch kein Kampf zwischendurch. Genau, wir haben also eigentlich nur gebaut. Hier haben wir auch, sag ich mal, eben neue Felder angelegt für Flachs. Wir haben Karotten angepflanzt und hier dann eben neues Kohlfeld, weil die Wildtiere sich natürlich auch hier an dem Kohl bedienen. Und hier natürlich dann alles abgezäunt. Genau, das wird unsere Feld-Area. Hier haben wir auch Apfelbäume hingepflanzt.
Und genau, ein bisschen Eisen haben wir gefarmt, quasi für den Kalkstein habe ich hier hinten so eine kleine Mine, sag ich mal, aufgemacht. Da waren Eisenvorkommen und da kriegen wir auch Kalkstein her, auf jeden Fall. Also wir kriegen auch noch anderes Kalkstein her. Da haben wir hier so Kalksteinvorkommen. Hier haben wir ein bisschen felsigen Boden, da kriegen wir, glaube ich, auch Kalkstein in ein paar Mengen, aber halt ein bisschen weniger. Hier haben wir noch Kalkstein, das wird die nächste Mine quasi, die aufgemacht wird. Ein bisschen Salz kriegen wir auch dadurch. Die Mine auf jeden Fall ein bisschen größer gehalten. Dann möchte ich auch dann, dass unsere Siedlung quasi in die Richtung ein bisschen wächst, dass da dann am Ende auch ein Häuschen hinkommt und die Mine mehr oder weniger verschwindet. Genau. Was auch noch auf dem Plan steht, was ich in den letzten Folgen erzählt habe, ist hier im Keller noch eine Treppe nach unten machen, einen Durchbruch und einen Gang hier rüber führen. Aus dem einfachen Grund, jetzt zur Zeit müssen die Siedler, wenn sie eben Hunger haben und hier runter an die Lebensmittel wollen, müssen hier raus, hier hinter, hier runter und haben hier dann Essen. Dann müssen sie wieder hoch und gehen dann teilweise zum Beten und da reicht die Zeit nicht. Das ist einfach nur ein bisschen Zeitmanagement, was ich da ein bisschen erleichtern möchte, dass die gleich hier runter und hier rum und genau. Aber genug geredet, genau, eine Schmiede haben wir hier auch noch, einen Schmelzofen, um das ganze Eisenerz, die Eisenklumpen zu schmelzen. Und ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wir werden mal die Nacht schnell vorübergehen lassen. In der Hoffnung, dass morgen früh gleich jemand das rohe Fleisch brät. Weil der Christian, der ist wirklich ganz, ganz knapp am Verhungern, am Sterben. Und ich glaube, er wird es nicht überleben. Um ehrlich zu sein. Also er hat jetzt 4 Trefferpunkte. Wir haben es um 1. Ja, also wir müssen, wenn dann, mal unseren Koch, wer ist unser Hauptkoch? Genau, die Wishlet oder Rikelt, aber da werde ich sie mal aufjagen. Und die Produktion priorisieren lassen. In der Hoffnung, dass Christian noch rechtzeitig was zu essen hat. Nein, du sollst die Produktion Nein. Produktion. Nein. Produktion. Wishlet. Okay, wir können aber auch mal schauen, wo das rohe Fleisch gerade lagert. Um vielleicht... Moment, wir haben doch hier Okay, Menschenfleisch. Okay, er ist nicht bei Bewusstsein. Das ist natürlich noch schlechter. Da werden wir mal eben, in der Hoffnung, dass es geht, Quenhilda kann ihn nicht heilen. Also wir werden Christian auf jeden Fall verlieren. Und ich werde auch allen jetzt mal erlauben, dass sie wirklich alle Nahrungsmittel zu sich nehmen, damit auch das gegrillte Menschenfleisch verbraucht wird, auch wenn der eine oder andere, um genau zu sein, alle außer genau eine Person, und ich glaube, das war Wishlet, genau, keine Kannibalen sind,
wird es aber nicht nichts nützen, denn sie müssen essen. Und genau in dem Moment, wo ich das erlaubt habe, sprinten auch schon alle los und werden sich was zu essen holen. Und genau in dem Moment ist leider unser lieber Christian verstorben. Und da werden wir gleich für unsere verstorbenen Siedler einen Platz auserkoren. Also wir werden einen Platz finden, wo sie alle begraben werden können. Denn wir wollen ja unsere eigenen Siedler nicht verspeisen. Wir werden erstmal einen hölzernen Sarkophag benutzen, weil wir den Kalkstein noch anderweitig brauchen. Und werden einfach mal die Stelle, die momentan hier noch so ein bisschen Mine ist, in eine Grabanlage umfunktionieren. Genau, hier seht ihr es, die Ratten fressen einfach unser Kohl auf dem Felde. So, wir müssen auch wirklich demnächst wieder was finden, wo wir Tierfutter draus machen können. Da werde ich hier mal schnell schauen. Tierfutter können wir aus Heu machen, Kohl, Gerste. Okay, Karotten mache ich gerade. Kohl haben wir hier. Also wir sollten dann auf jeden Fall auch wieder Tierfutter herstellen. Weil ich weiß nicht, wie lange unsere Tiere das schaffen. Ohne Fressen. Nahrung 2%. Bei den Tieren ist es sogar 0%. Minus 14 von 50. Also es wird auf jeden Fall sehr hart werden. Vielleicht werden wir auch ein paar Tiere verlieren. Aber auf jeden Fall muss hier jetzt erstmal einer das Grab bauen. Und wir haben jetzt ein neues Ereignis, sage ich mal. Regionaler Einfluss. Einfluss steigt. Das blühende Brockhall wird mit jedem Tag einflussreicher in der Region. Das zieht sicher mehr Siedler an und vielleicht auch unerwünschte Aufmerksamkeit von anderen Siedlungen. Denn genau das ist auch eine Neuerung. Das können wir jetzt noch nicht hier oben sehen, weil wir brauchen einen Kartografietisch. Dann haben wir quasi eine Karte, wo wir die angrenzenden Siedlungen sehen können. Und können dann auch unsere Siedler quasi als Händler hinschicken. Und wir haben auch direkt einen neuen Raubzug. Sie erschienen schweigend, die Augen hohl, die Haare wild. Ranzig riechend und mit Blut besudelt, erkannte jeder im Brockhall diese Plünderer als Meuchelmörder der tödlichsten Art. Sie waren bar jeder Vernunft und hatten nichts mehr zu verlieren. Die Leute von Brockhall griffen zu den Waffen und machten sich kampfbereit. Wir haben es mit zwei Bogenschützen, vier Marodeuren und ein wilder Marodeur zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, so wie es unseren Siedlern gerade geht, glaube ich nicht, dass wir das überleben werden. Aber wir werden auf jeden Fall alle zu den Waffen rufen. Unsere zwei Bogenschützen. Warte mal, die kamen von dieser Ecke. Da schätze ich einfach mal, werden die oben rumgehen. Unsere zwei Bogenschützen werde ich hierhin platzieren. Die anderen können sich schon mal hierhin bewegen. Genau, da kommen sie direkt dem prognostizierten Weg entlang.
unsere Bogenschützen vielleicht doch ein bisschen näher. Die können mal hier direkt daneben hin. Und auch direkt anfangen zu schießen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall ab und zu immer mal wieder pausieren. Okay, Quenhilda ist schon bewusstlos. Ihr beide könnt euch jetzt um den kümmern. Ihr beide greift zusammen den an. Okay, der nächste ist bewusstlos. Oh nein, wir haben noch einen verloren. Brent ist gestorben. Moment. Sieg? Die belagerten Siedler wurden im Frühling des Jahres 1354 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 1,5 Stunden. Nicht jeder überlebte die schicksalshafte Begegnung. Brockhall verlor einen seiner Bewohner. Brent Carpenter starb während des Angriffs. 2 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Wishtlet Carey war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Rickett Hazel nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Brockhall in der Stunde der Not zu verteidigen. Also angeblich ein Sieg, da muss ich sagen, haben die wirklich sehr schnell aufgegeben. Also den einen werden wir noch mitnehmen. Ihn hier, wenn die den jetzt treffen. Okay, beide verfehlt. Ja, hinterherren braucht ihr nicht. Weil wir haben 2 Bewusstlose. Harnet, du kümmerst dich um Rickett, Wishtlet. Ah, nein, um Quenhilda. Nein. Genau. Harnet kümmert sich um Quenhilda und okay. Doch genau so, wie ich es gesagt hatte. So, wir werden auch gleich mal die Gegenstände hier erlauben. So, und jetzt, wer hat Quenhilda? Ist bewusstlos. Okay. Dann wird Harnet es richten müssen. Nein, nicht abreißen. Wunden. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Hat geklappt. Wunderschön. Und ich werde jetzt mal schnell die Tätigkeiten, die Prioritäten so ändern, dass es wieder überall passt. Dass wir überall einmal Priorität 1 haben, denn ich nehme an, dass wir irgendwo jetzt durch unsere 2 verlorenen Siedler jetzt irgendwo ein Defizit haben. Aber das zeige ich euch dann im Nachhinein, ob irgendwas geändert wurde oder nicht. So, okay, also das Einzige, was ich wirklich ändern musste, war Forschen. Da haben wir leider unseren Forscher verloren. Ich meine, Intellekt 13 ist jetzt auch nicht schlecht, aber wir hatten, was viel Höheres. Weil Rickett hatte hier auch nur eine 3 an Priorität. Also müssten wir ja irgendwas um einiges Höheres gehabt haben, denke ich. Also ich lasse jetzt nebenbei die Zeit nochmal weiterlaufen. Ansonsten haben wir überall einer auf jeden Fall, der Priorität 1 hat. Hier haben wir Harnel, der hier ordentlich am Dingensen ist, am Ernten, Anpflanzen und am Bauen, Schmieden auch. Also er macht auf jeden Fall zurzeit das meiste. Und, oder muss,
das meiste machen in nächster Zukunft. Genau. Aber jetzt erstmal weiterlaufen lassen. Ich werde auch mal gesund pflegen, auf Priorität 1 machen, dass sie erstmal wieder ein bisschen heilen können. Und da würde ich fast schon sagen, weil ich am Anfang so viel erklären musste, so viel erzählt habe, viele Informationen auch kamen. Bleibt das hier bei der Folge. Es ist jetzt nicht so viel Spannendes passiert, muss ich sagen. Aber dann bei der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und ich hoffe auch, dass ihr wieder dabei seid. Schaltet gern wieder ein. Lasst eine positive Bewertung da. Und leider mit diesem Tod von Autumbler verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.